und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir mal eine ganz ungewöhnliche Sendung, denn im Grunde ist schon alles fertig. Also das Essen, um das es in dieser Sendung gehen soll, ist im Grunde jetzt gerade servierfertig, also müssen wir das Ganze umgekehrt rekonstruieren. Ich dachte erst, das wird total geil, weil das ein schönes Thema ist. Und dann, als ich damit angefangen habe, weil die Vorbereitungszeit ist relativ lang, dachte ich, ach nö, ist irgendwie kein Bock, in Mikrofon zu sprechen. Und hin und her, ich habe dann nachher meine Follower auf Twitter gefragt, ob ich das jetzt nun machen soll oder nicht. Und meine größten Fans, also alle vier, haben gesagt, mach doch einfach mal. Und darum werden wir das jetzt so machen. Vielleicht erstmal zur Info, es geht um Pulled Beef. Und das hat jetzt den ganzen Weg schon hinter sich. Das sind jetzt so 14 Stunden circa. Und diesen ganzen Weg zu begleiten, das ist einmal sinnlos, weil es sehr viel mit Warten zu tun hat und mit Dingen, wo eigentlich nicht viel passiert. Und zum anderen, ja, dann können wir jetzt gleich auch alles fertig machen und so weiter und so fort. Ich mache mir jetzt erstmal so ein paar kleine Sandwichbrötchen fertig. Das mache ich jetzt mal in der Pfanne. Ich könnte das auch im Backofen machen, aber ich hatte mir so überlegt, dass ich die in Butter auf der Schnittseite ein bisschen anbrate. Das ist nämlich auch lecker. So, aber erstmal erzähle ich euch, wie ich das Pulled Beef mariniert habe. Das ist nämlich der erste Schritt. Da macht man eine sehr würzige Marinade, denn durch die lange Garzeit, darüber erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was, gehen viele Aromen verloren. Also man muss schon sehr stark würzen, eingeschlossen auch salzen. Das habe ich beim allerersten Mal, als ich Pulled Pork ausprobiert habe, als das noch der heiße Scheiß war und jeder davon geschwärmt hat. Heutzutage kann man das ja schon fertig vorbereitet im Supermarkt kaufen und naja, diese ganzen Hipster-Streetfood-Autos da, wo man aus so einer schön bemalten Karre sich dann so ein zerzupftes Schwein kaufen kann, sind jetzt auch schon über den ganzen Globus verteilt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Beim ersten Versuch, als ich das dann nachmachen wollte, habe ich einfach zu wenig Salz genommen, denn das Ganze nach dieser ganzen Zeit ist dann irgendwie nicht mehr so würzig. Darum habe ich auch mit starken Aromen gearbeitet, das liegt nah, sonst hat man nachher eben einfach einen sehr faden, krümeligen Braten. Und darum erzähle ich euch jetzt mal, was ich alles reingetan habe, nämlich nehmen wir erstmal die trockenen Zutaten. Das war brauner Zucker. Den gibt es ja in verschiedenen Bräunegraden. Ich habe jetzt den sehr dunklen braunen Zucker genommen, der auch so ein bisschen feucht ist, der so eine gewisse Restfeuchte hat. Dann habe ich genommen Paprikapulver, sowohl ein Löffelchen geräuchertes Paprikapulver, das kriegt man mittlerweile auch ganz gut, als auch normales Paprikapulver und sogar etwas Kaschmir-Chili-Pulver. Das sieht aus wie Paprikapulver, ist aber wesentlich schärfer und hat eine schöne Farbe. Dann habe ich eben relativ viel Salz. Ich glaube, so auf die 2 Kilogramm Fleisch, die ich jetzt hier vorbereitet habe, 2 Esslöffel. Also nicht gehäufte, aber so schon großzügige Esslöffel voll. Und dann muss man ein bisschen Säure zugeben. Das hilft nachher, dass das Fleisch zarter wird. Da habe ich jetzt diesmal was Neues ausprobiert. So in den Standardrezepten liest man immer von Apfelessig. Das ist auch ganz cool so. Aber ich wollte mal was anderes ausprobieren. Darum habe ich jetzt den chinesischen schwarzen Essig gemacht. Der wird, das ist ein Reisessig. Und der hat so ein ganz spezielles, typisches Aroma. Der wird meistens für so Soßen zum Dippen verwendet. Und
kann man ganz schwer beschreiben, hat einen eigenen Geschmack. Und weil ich den ganz gern mag, dachte ich so, okay, dann tun wir den mal an das Fleisch dran. So süße Säure, Salz, dann habe ich noch eine starke dunkle Sojasauce dran getan, eine Tamari-Sojasauce und natürlich noch Gewürze. Da habe ich weißen Pfeffer genommen, so etwa einen gestrichenen Esslöffel voll, dann 2 Esslöffel Koriandersamen, dann habe ich genommen Piment, so 20 Körner etwa. Und was habe ich noch? Oft kommt in diese Rezepturen noch Kreuzkümmel rein. Könnt ihr dann machen, aber ich mittlerweile fand ich das jetzt nicht mehr so spannend, weil das doch sehr vorherrschendes Aroma ist. Und darum habe ich es diesmal rausgelassen. Aber wenn ihr den Geschmack mögt, also Rindfleisch profitiert sehr von diesem Aroma von Kreuzkümmel. Aber es schmeckt dann doch sehr deutlich raus. Also wie gesagt, bei meinem Rezept jetzt nicht. Muss ich mal kurz überlegen, was ich noch alles... Ach so, Knoblauchpulver habe ich reingetan. Das wird bei diesen Marinaden häufig genommen. Ich weiß nicht, ob, wenn man frischen Knoblauch verwendet, ob der irgendwie anfängt zu gären oder ob das dann einfach Bequemlichkeit ist, weil viele dieser Rezepturen kommen aus den USA und die nehmen gerne so vorbereitete Pülverchen. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt auch keinen Knoblauch, keinen frischen mehr da. Darum fiel mir die Entscheidung leicht, das dann so zu machen. So, meine Brötchen sind jetzt hier schön angeröstet. Die kann ich wieder ein bisschen abkühlen lassen. Habe ich jetzt nur auf einer Seite, wie gesagt, in Butter angebraten. Das Schöne ist, dass dann vom aufsteigenden Dampf das Brötchen auch ein bisschen gedämpft wird. So, jetzt nehme ich das mal gerade von der Hitze. Und typisch für solche Sandwiches ist auch gerade mal die Pfanne ein bisschen runterkühlen, damit hier nicht der Rest Butter verbrennt. Typisch ist auch Coleslaw. Habe ich in irgendeiner Folge gemacht. Ich glaube, in dem Podcast-Sandwich für den Kastenfisch habe ich das mal selbst gemacht. Ist jetzt auch kein schwieriges Ding. Das Problem ist nur, dass wenn man dann so einen Weißkohl kauft, man Unmengen davon nachher hat oder eben tagelang unterschiedliche Kohlrezepte zubereiten muss. Da hatte ich jetzt irgendwie nicht so richtig Lust drauf und darum hatte ich unserem Metzger hier im Dorf, der macht ganz guten Coleslaw immer frisch. Den kann man dann in so Schälchen kaufen. Und dann habe ich heute mir auch mal den einfachen Weg gewählt. Aber wenn ihr ein Rezept braucht und Bock habt oder das für 20 Leute zubereiten möchtet, dann findet ihr, ich verlinke das, wenn ich dran denke, dann auch, wie gesagt, in einer Folge auch ein Rezept für Coleslaw. Ist auch eine feine Sache. Und man kann halt ein bisschen Karotten reintun und ein bisschen Creme Fraiche und so. Werdet ihr dann ja sehen. So, den Herd habe ich jetzt schon ausgeschaltet. Bei 120 Grad habe ich das Ganze jetzt 6 Stunden ziemlich genau garen lassen. Gerade hier schon ein Tellerchen bereitstellen. Kann ich das gleich fertig machen? Genau, und also ich habe das über Nacht mariniert, sprich, ich habe das Ganze gestern schon angefangen, das Projekt. Und dann in einem Plastikbeutel das Rindfleisch, das übrigens vom Nacken ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also Schulter, Nacken, alles, was so gut durchwachsen ist und sich auch so zum Schmoren eignet, könnt ihr da gut nehmen. Ist auch kein teures Fleisch. Von daher könnt ihr da für kleines Geld auch größere Gruppen von Leuten verköstigen. Oder eben einen Foodtruck betreiben oder sowas. Wie auch immer. Ich mache jetzt hier gerade noch eine Frühlingszwiebel klein, weil so eine frische Zwiebelnote ist ganz schön. Weil, wie gesagt, dieses lange gegarte Fleisch hat so eine leicht, wie soll man sagen, hat halt nichts Frisches mehr. Ist halt ziemlich
so ziemlich stumpf. Ich weiß gar nicht, wie man das so beschreiben kann, diesen Geschmack. Und darum alles, was das Ganze noch ein bisschen aufpeppt, ist da immer ganz gut. So, jetzt kommt der spannende Augenblick, denn jetzt kommt der Moment, in dem das Rind gezogen wird. Ich überlege noch mal kurz, ob ich irgendwas von der Zubereitung vergessen habe. Jetzt läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. So, jetzt kommt mir hier erstmal der Dampf entgegen. Und ich bin mit zwei Gabeln ausgestattet. Und ja, es geht ganz gut. Könnte sicher noch zarter sein. Ich drehe es mal gerade um. So, ich habe das also nicht eingepackt. Das Fleisch ist jetzt so unter offener Flamme gegart. Na, so richtig zerfallen tut es noch nicht. Vielleicht muss ich da noch ein Stündchen drauflegen. Ja, es geht aber. Ist jetzt nicht so, dass es wie komplett von allein zerfällt so. Das wäre ja so die eigentliche Kunst. Ich denke, dass ich den Herd gleich dann nochmal ein bisschen anschalte. Es ist auch schön reichlich Bratensaft angefallen, der jetzt hoffentlich schön würzig ist. Daran werde ich jetzt die Schnipsel hier und Fasern ein bisschen wälzen. Denn ja, nach dem langen Garen sind diese Fleischfasern eben auch manchmal so ein bisschen trocken. Und wenn man sie dann eben zurück in diesen Sud gibt, dann kann man das so ein bisschen abfangen. So. Und das war es eigentlich auch schon. Also viel Zeit ist vergangen, aber die eigentliche Zubereitungszeit ist kurz. Man muss es halt irgendwann vorbereiten, dann irgendwann vormittags oder mittags, heute ist ja ein Sonntag, in den Ofen schmeißen. Und bei diesen mittleren Temperaturen ist jetzt auch nicht die Gefahr, dass es irgendwie schief gehen kann. Zumindest keine besonders große. Irgendwas kann ja immer sein, aber in dem Fall kann man das auch dann sich einfach überlassen. Wird jetzt vielleicht nicht irgendwo in Urlaub hinfahren und dann hoffen, dass es gut ist, wenn man zurückkommt. Aber sonst kann da eigentlich nicht viel schief gehen. So, jetzt fällt mir auch nicht mehr viel ein. Und vor allen Dingen habe ich jetzt auch richtig Bock drauf, das zu essen. Darum, wenn ihr Fragen habt oder Rückmeldungen zu diesem Rezept, dann fragt mich gerne. Und sonst wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.